30 rein. Wir sind bei Johan Klar. Abschied für Lehrhaber. Steht eigentlich das Tempo mit zu nehmen. Ja. Vielleicht ein Abschnitt rein. Ich weiss auch, wenn hier hoch durchkommt. Das war ein höher durchziehen als Jack Crawford vor ihm. Gute, ja, gute Geschwindigkeit. Was verbindet Johan Klage mit Bodie Miller, mit Gianni Landreomo und mit Adrien Duvillard und Bernhard Russi? Drei Kitzbühel Abfahrtpodeste ohne Sieg. Klage sensationell unterwegs. Also diese 48 Hundertstel Vorsprung auf Travis Ganong, das ist eine neue Dimension. Vielleicht können wir das noch konservieren. Die Abschnitte rein. Langt ja so nach dem ersten Sieg. Neunmal stand er schon auf einem Weltcup-Podest. Noch kein Weltcup-Sieg, wäre das ein Ding. Das Pferd, der stand jetzt bevor. Was macht er das? Springt. Ah, gut nach links, nach rechts raus, kommt nochmal drauf. Ja, ja. Schön durch. Ah, das passt, da ist am Tor dran. Ja, genial, genial, Johan Klare. Wird das hier der ganz große Tag in der unfassbar langen Karriere? Springt weit. Klare, Klare, das ist die Bestzeit. Verliert unten auf Ganon, aber insgesamt setzt er sich an die Spitze. Er bringt sich wieder in Position für den ersten Sieg. Wer kann da jetzt etwas dagegen haben? Ja, da gibt es halt schon noch den einen oder anderen. Vor allem natürlich die Startnummer 14. Die trägt ein gewisser Alexander Kilde. Aber Klage hat wieder alles dafür getan, dass es doch noch klappt. 9 Abfahrtpodeste ohne Sieg, das ist fast Rekord.